willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich habe heute wieder einen Rye Whisky auf dem Fass. Und zwar den Bulleit Rye Frontier Whisky. Ja, Frontier, hier so die der Grenzwhisky, da wo es noch richtig rau zugeht. Ja, also und ja, es ist nicht irgendwie so ein 51% Rye, sondern die 95 hier steht nicht für die Alkoholstärke in Proof, sondern sie steht in der Mash Bill für 95% Roggen. Zumindest habe ich mir das so rausgesucht. Steht nicht direkt das irgendwo, aber er heißt 95 und er hat 95% Roggen in der Mashbill. Reift er auch für 4 Jahre in amerikanischen Weißeichenfässern. Klingt sehr spannend. 45%, das heißt 90 Proof und ja, hoher Roggenanteil. Also darf man gespannt sein. Also diese Whiskys mit hohem Roggenanteil sind schon immer heftig. Also ein Rye Whisky mit irgendwo 51% Roggen ist schon ein kräftiger Rye Whisky. Manche Bourbon mit irgendwo 40% Rye drin, meint man ja, oder 30%, meint man auch schon hoch. Das könnte man auch als Rye durchgehen lassen. Aber ja, Unterschied zwischen 51 und 95 ist schon schmeckbar. Ist nicht so wie bei Torf, wo zwischen 45 und 90 ist dann nicht mehr so viel los, oder zwischen 90 und 150. Oh, und ja, oh, heute ist er ein bisschen frischer. Ich hatte ihn gestern, weil gestern ist mir der Ton ausgefallen, jetzt muss ich ihn nochmal drehen. Gestern war die Flasche bedeutend wärmer und da war er viel würziger. Heute ist er eher so ein Frischkräuter kombiniert mit Würze. Also er hat definitiv eine Würzigkeit drin, aber er hat heute auch mehr von diesem, was ich beim Rye immer als Nadelwald bezeichne, so ein bisschen so Kiefer, Pinie, so in der Richtung. So ein bisschen harzig. Heute, ja, aber der hat auch gut so, ja, Backgewürze, so, ja, Nelken. Ja, vorher hatte ich im englischen Take, habe ich noch ein bisschen sinniert, ist es Pfeffer oder ist es Nutmeg? Ja, für Pfeffer ist es nicht scharf genug, also es ist schon eher, wie heißt es, Nutmeg ist Muskatnuss. Schöne Geschichte. Oh ja, schön. Ist ein bisschen was anderes, als man es von diesen normalen Hochprozentern Rye Whisky kennt, die so richtig viel Rye drin haben. Der hier ist weicher. Also hier merkt man definitiv 4 Jahre im Fass. Man merkt ein Stückchen die Eiche. Natürlich wahnsinnig viel Gewürze drin. Also auch hier kommt wieder die Muskatnuss durch. Da kommt viel Eiche sogar durch. Aber auch, ja, jetzt so ein bisschen wirklich so eine Pfeffrigkeit durch. So eine leichte Schärfe an Pfeffrigkeit. Ganz viel Roggenbrot kommt durch. Ganz leicht süß auch. So ein bisschen karamellig, so in der Richtung. Aber schön rund und weich im Mund. Im Gegensatz zu vielen anderen Ryes, die sehr viel Rye drin haben, ist der weiche. Die Ryes, die viel Roggen drin haben, tendieren auch mal von jüngeren Brennereien. Die haben dann einfach nicht die Zeit, weil Geld knapp, und müssen den verkaufen. Und da, wenn man einen Rye rausbringt, ist es praktisch, weil der Rye hat einen krassen Geschmack. Und man kann so ein bisschen die Ecken, Kanten, ein bisschen so die Jugend kann man verstecken. Und der hat das gar nicht. Also man merkt bei dem, der versucht irgendwo so ein bisschen Spagat zu machen zwischen extrem intensiv, würzig und greift den Mund an und ich habe ein smoothes, ein weiches Mundgefühl. Ist komisch, weil als erstes, wenn man den Mund nimmt, denkt man sich so, so ein netter nebenbei Whisky, weil er so schön weich im Mund ist, und dann auf einmal kommen überall die Gewürze und man denkt sich, den kann man nicht ignorieren. Den kann man überhaupt nicht ignorieren. Der ist im Mund, er ist da, er gibt einem alles. Er ist wirklich herausfordernd. Ist ein schönes Ding. Er ist so, ja, für einen Rye Whisky schon im Premium-Preissegment zurzeit bei whisky.de für 29,90 im whisky.de Shop erhältlich. Ja,
Das war dann mein Take mit dem Bullight 95 Rye. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.